Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Sandland. So, wir haben endlich unseren Sprungbot bekommen und können uns damit weiter Richtung Süden aufmachen, um die legendäre Quelle zu finden. Beziehungsweise unser Panzer ist auch repariert. Gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hier. Wunderbärchen. Aber ich würde sagen, hier haben wir noch eine kleine Nebenquest. Haben wir sonst noch irgendwo? Sehen wir die eigentlich auf der Map? Alle. So. Doch, wir sehen sie auf der Map. Eine kleine Nebenquest haben wir hier. Autoteiljagd. Okay. Weil wir können ja Spino quasi aufwerten und neue Features freischalten durch Nebenmissionen. Und deswegen, denke ich mal, lohnen die sich durchaus. Scheinen nicht so lang jeweils zu sein. So that girl, Anne. Deswegen machen wir das jetzt mal. What about her? Been thinking. She's a good girl. You got called a good girl. Ja, für ihn ist das anscheinend eine Beleidigung. I don't see what's so funny. I'm afraid I don't follow either. Oh, it's just that I saw her in the garage, fixing a car. She was enjoying herself so much it was positively infectious. Just watching her work put this car lover in a good mood. Oh. Next time, come over to say hello instead of staring, all right? Mm-hmm. Cars are awesome. Sure wish I had my own. Ooh, so you're a car aficionado, oh, too. Oh, jetzt kriegen wir noch ein Auto. Then you should really head to the junk pit. The junk pit? Turn right at the fork leading to the Leesob Junkers Market. There's a pit where junkers toss all the stuff they don't need. You're saying I can find a car there? Maybe not a whole car, but you might find a frame. Und damit können wir uns ein Auto bauen. Sweet! I'll be sure to swing by. Cool. Dann, jetzt habe ich's. Das ist jetzt die Autoteiljagd? Ja, okay. Alles gut. So, dann holen wir uns doch Autoteile. Das ist aber weit weg. Und da ist noch... Oh, hier ist ja überall Mission. Welche ist jetzt meine? Die hier? Okay. Jetzt habe ich mir... Ach nein, ich bin verwirrt. Den Pin will ich nicht mehr. Nein! Mach ihn weg! Danke! So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder... Können wir dahin teleportieren? Ich glaube, teleportieren geht schneller, ne? Ja, hier. Schnellreise, sehr gut. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Jetzt müssen wir nach oben. Mit dem Sprungbot. The ocean's right outside of Sandland, isn't it? Can't we get water from there? Just traveling all the way to the sea is no easy task, and we have no good means of transporting water that far either. Right. Sand. Ich überlege gerade, ich versuche gerade rauszufinden, was auf welcher Taste lag. So, jetzt. Surrounded by a vast desert and steep cliffs. Dang. So, Sprungbordanleitung. Bewegen, Autopilot, Kameraziel bewegen, halten, Fahrzeug verlassen, umschalten auf Turbo, springen. Okay. Viereck beim Springen, stampfen. Okay, schießen, nachladen, Waffe wechseln. Guess we really do need a water source. Stampfen. So springt er jetzt aber auch wieder nicht, ne? Bam. Ach, ihr fahrt mit dem Auto hinterher, das ist ja geil. Okay. So, aber wie komme ich denn jetzt da hin? Ah, hier kann man eventuell hoch. Okay. Der ist ein bisschen lahmarschig. Aber kann ich die Skorpione hier damit...
Naja. Ich dachte, das wird cooler sich auswirken. Oh, und du, schief geht sogar zu Fuß. Oh Gott. Der arme Kerl. So, heißt das, da kann ich hochspringen oder wie? Oder was? Nö. Hm. Das habe ich jetzt mir spektakulärer vorgestellt. Aber schauen wir mal. Wo bleibt ihr denn? Da seid ihr. Wo ist schief? Ach, der ist doch im Auto. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn an? Vielleicht sollten wir ein anderes Gefährt nehmen. Was ist das? Rembrandt. Das sieht besser aus. Hä, aber gerade hatten wir doch... Moment. Ach nee, da ist das Symbol. Nee, alles gut. Da dieses Sternsymbol, meinte ich. Das hat mich irgendwie irritiert. I know we've come all the way to this scrap pit for a car frame, but can we really find one here? We will! Lady Luck's a fan of mine! So, ich hatte schon mal, glaube ich, gefragt, wie sieht's hier mit Fallschaden aus? Bam. Hm. Unspektakulär anscheinend, okay. Aber wir können ja schon mal looten. What was that you were saying about Lady Luck, Prince? Oh, shut up! I'll just knock him out of the way! Ja, mach mal. Wenn du nicht festhängst, klappt das vielleicht besser. Skorpion. Der andere hängt fest. Können wir den nicht einfach da... Oh, okay. Oder auch nicht. Der kommt nicht mehr weg. Aua. Here we go. Bam. Easy peasy. Now let's go find that car frame. Treibstoff-Effekt-Chip. Okay. Ich nehme an, es soll Effekt heißen. Eine Extra-Panzerung. Oh. Schießpulver. So, hier müsste noch irgendwo eine Risse. Oh. Moment mal. Ah, jetzt. Du hast ein Optionsmodul erhalten. Diese Module besitzen verschiedene Effekte. Nutze sie, um im Kampf die Nase vorn zu haben. Sie sind Spezialteile, die nur in Verbindung mit dem Fahrzeug hergestellt oder verbessert werden können. Ihre Effekte wachsen mit der Fahrzeugstufe. Mit L1 plus R2 aktivieren. Nach dem Benutzen eines aktiven Effekts musst du bis zum Ende der Abklingzeit warten, bevor du einen anderen Effekt nutzen kannst. Passive Effekte werden wirksam, sobald du sie ausrüstest. Ja klar, kann ich mir alles merken. Ein Treibstoff-Effekt-Chip. Okay. So, und das durfte ich vorhin nicht nehmen. Da bin ich direkt daneben gelandet. Woohoo! Nice! We found one! Ha! With just a few more parts, we could actually make a whole car. We need parts too? Tja. Where'd you get those? Here we go. If not here, I'm not sure where. Let's try asking Noel. Look! Das heißt, die Quest geht noch weiter? So, hier müsste noch irgendwo gut sein. Hier ist noch so ein grüner Punkt. So, Loot. Here we go.
Gut. Da. Tja, war da hinten der grüne Punkt? Keine Ahnung. Da kommen wir wahrscheinlich eher nicht dran. Nee. Ah, guck. Oh, noch mehr gefunden. Sehr nice. Okay. Ah, da. Sogar Eisenerz, nicht zweitklassig. Eisenerz. So, jetzt können wir zurück teleportieren. Nach Spino. Sind aber viele Nebenmissionen noch überall. Muss man sich mal überlegen, wie oft man die macht. So, wir haben auf jeden Fall neue Möglichkeiten in der Werkstatt. So, did you find yourselves a car frame? You bet we did. But we need more parts to build our car. Have any idea where we can nab some? I'm afraid I can't help as far as parts go. But I'm sure you'll come across some sooner or later. Cars love car lovers, after all. I suppose. Okay. Well, guess we'll keep an eye out then. Let me take that car of yours for a spin once you build it. I'll think about it. Ich finde schon die Gesichter ein bisschen witzig. So. Do you need anything? Autobauplan. Fahrzeug. Fahrzeug bauen. So, ein Auto. Wir brauchen eine Primärwaffe, Sekundärwaffe, Motor und Aufhängung. Na gut. Dann müssen wir jetzt erstmal Teile bauen. Teil bauen. Fürs Auto. Raptorstahl brauchen wir. Wo auch immer wir den herbekommen. Raptorstahl, Skorpionöl. Pteranodon-Gummi. Gut. Halten wir im Hinterkopf. Wir können uns im Moment kein Auto bauen. Schade. Wo war denn noch gleich hier? Genau. So. Welcome. Sowas können wir bei dir wahrscheinlich aber auch nicht kaufen, ne? Nee, die hatte nur Klebstoff, Ton. Nee. Sieht schlecht aus. Thank you for coming. Dann halt nicht. Dann würde ich ja aber sagen, machen wir uns jetzt wieder auf die Hauptmission. So ein weiteres Gefährt ist natürlich nicht schlecht. Aber da müssen wir erstmal Materialien für sammeln, offensichtlich. So, dann weiter zur Quelle. Habe ich jetzt das Richtige aktiviert? Was war denn hier Neues? Erlernbar. Maximale Kraft der Nachtschub lässt sich im Sprung ausweichen. Nee, ich wollte die, glaube ich, das hier haben, ne? Ja. Ich frage mich gerade. Ah, hier habe ich ein Viereck. Das konnte ich auch irgendwie auswählen, ne? Gleich mal schauen. Ich wollte doch eigentlich schauen, ob wir auf der richtigen Mission sind. Das Osttal, genau. Ich komme ein bisschen durcheinander mit den ganzen Auswahlrädern, muss ich zugeben. So, hier haben wir die Boombox. Bist du ein Gegner? Nee, du bist kein Gegner. Oh! Gezähmter Raptor. Einschüchtern mit Kreis angreifen. Da Monster nicht angreifen, wenn du einen Raptor reitest, kannst du gefahrlos alles erkunden. Dein Raptor läuft dir doch beim ersten Treffer weg. Ja, geil! Ja, guck mal!
Kannst du auch Gummi geben? Ja, kannst du. Not okay. I don't want to fight an army. Was? Believe me, neither do I. This is strictly recon. Natürlich. We could scout from that southern hill. There's more to that girl than meets the eye. Who is she, really? You mean Anne? What does it matter anyway? Ich brauch Raptoröl. Perhaps it doesn't. Take that! Bist du Raptoröl? Du bist eine grüne Schuppe. What? So far, so good! There's more to that girl than meets the eye. Who is she, really? Kein Raptoröl, nur grüne Schuppen. What does it matter anyway? Perhaps it doesn't. Everyone has secrets they wouldn't like others to pry into, after all. See these tire tracks? That's a sign that someone's been here before us. Reifenspuren? Following them might lead us to a useful location like a village or town. Schön, ich sehe keine Reifenspuren. The car should also go a bit faster than it would on unpacked ground. Ach so, ja, das ist natürlich praktisch zu wissen. Nur Raptorschuppen. Oh, was haben wir denn da? Sprungbots? Alle weg. Oh, noch ein? Hallo? Brem, brem. So. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das Gefährt wechseln. Moment. Nee, falsche Taste. Ach Mensch. Es klappt nie auf Anhieb. Hä? Und falsches Gefährt auch noch. Falsche Taste und falsches Gefährt. The ocean's right outside of Sandland, isn't it? Can't we get water from there? Just traveling all the way to the sea is no easy task. We have no good means of transporting water that far either. Sandlands surrounded by a vast desert and steep cliffs. Hey, if we really do need a water source. Nee. Ich wollte eigentlich die Kiste. Ah. Alles gut. Da müssen wir lang. Jetzt bin ich wieder verkehrt rum. You're a weird one, old man. Doing all this to find water for other people. I'm not that noble. Only death awaits us if we don't help each other. Well, so it goes. So it goes. So Mann, ich bin irgendwann immer rückwärts. Dreh dich. So. Ich kann's nicht leiden. Oh, zieh! Zieh!
We should keep our distance from the army base unless necessary. Wow. Their defenses are much stronger than I expected. Mm-hmm. It's practically a fortress. There's no breaking through that. As expected, we'll have to take a detour via East Valley. Hmm. Huh? Was jetzt? What's this? Was? That's my lucky charm. Wait a second. I know this human. Huh? She used to be a famous movie star. Sexy terrier, right? You might act like a stick in the mud, but looks like you're a dirty old man on the inside. Shut up and sit down. We're moving out. Okay. Planning to face the army, old man? Is that what the Lucky Charm's for? What? But you said we weren't going to fight the Royal Army! But the old man's obviously gotta pay the royals back for what they pulled on him. Hold on. Please tell me you're joking. That was 30 years ago. It's your fault, thief. Was? You're the one who blabbed all those secrets to him like a total know-it-all. No, my top priority is to find the spring. But if the Royal Army gets in my way, I'll gladly take them on. I'd give my left arm for a chance at Supreme Commander Zeu. Papa! It's a tank! Steht in deinen Unterhosen? Nice going, Pike! I knew we'd score us a catch! Alright! Get in position! Oh nein! Das ist so albern! Oh nein! Was habe ich mir hier angetan? Eine Quest direkt in der Nähe. Geschenkte Blumen. Ich glaube, hier kommen wir besser runter. Schon wieder rückwärts unterwegs. Mann! Hey, there's supposed to be a price on our heads, right? Yeah. We'll have to be on the lookout for not just the army, but bounty hunters as well. Wait, is Anne wanted too? Oh, why, Prince? Don't tell me you're worried about her. No. It just sucked big time if our bots broke down and we didn't have her around to fix them. So, Anne ist in Spino. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo die ist. Don't worry, sweet prince. The girl's safe in Spino. Like I said, I am not worried. Who is it? Did you bring me flowers again? Was? Wie? Are you Wieso? Stupid or something? Oh, you're not the flower person? Do you really need to ask? Can't... Oh, sorry. I'm blind, so... Should you be outside on your own? Grandma said I mustn't, but I just had to thank the flower person. Who's the flower person? They always leave flowers for me when I'm not paying attention. Aha! Why would they do that? I don't know. That's why I want to ask them and thank them, but I guess I can't, since I can't be outside all the time. If they come in secret, they'd likely stay away if they saw you. Oh. I just wanted to thank them for all those fragrant flowers. Do you have any idea as to who it might be? Sometimes I feel like I can smell a hint of flowers drifting in from the north. I see. So this flower person approaches from the north. What are you people doing? What do you want with my Lassa? You'd best not be up to anything. We got nix gemacht. Ma'am, I assure you, we didn't do anything. Stop, Grandma. They're not bad people. How could a demon not be bad? You go back inside. This is why I hate humans. Let's teach her a lesson, Prince. What for? She knows her stuff.
Demons are evil, all right. Hey, old man. You plan on looking for that flower person, right? I was. Do you mind if we make a little detour? If you insist. Let's find that goody two-shoes. Ach komm mal, als wenn es dich nicht interessieren würde. Als wenn es dich nicht interessieren würde, so. Das ist doch die richtige Mission jetzt, ne? Ich hoffe es. People used to pass through here all the time. Now, the entire area is deserted. Einfach umgefahren. Neat roads disappeared under the sand, and only deadly creatures replaced them. Maybe humans disappearing isn't always a good thing. They'll probably come back when the water does. Wohin? Ah, eine Höhle. Das sind Blumen. Ein kleiner Dämon, wer hätt's gedacht? Is that you, Knocker? Oh, Prince. What are you doing here? Ach, kennt euch. I should be asking you that. Why is a demon picking flowers? That's a secret. Why? Are you scheming something so bad you can't talk about it? Not at all. Actually, it's the opposite. Wait, you're the one bringing flowers to that blind girl? So you're the goody two-shoes! Ach nein, wirklich! This is exactly why I didn't want you to know. Well, this is certainly a twist. But why do that for a human? She complimented my singing. Oh! Your singing? I was walking along, humming to myself, when suddenly I heard clapping. When I looked around, there she was. She said I was good. Are you that good a singer? I like to sing, but no, I'm not very good. But she still thanked me. She said interesting scents and sounds make her happy. So you've been bringing her flowers. I wanted her to enjoy their scent. Why not just sing for her if she said you were good? I can't. She won't be happy anymore if she knows I'm a demon. Oh. I'm not so sure about that. She was looking for you so she could thank you. What? I don't need her to. Once was enough. Never mind that. Prince, I have a request. What? The thing is, I want some Alpha Raptor essence. What for? I need it to make a cure for her sight. Ach Gott. But I'm not strong enough to defeat an Alpha Raptor. You could cure her sight using that essence? Yeah. All right, we'll see to it. Is that okay with you, Prince? Well, this is for Knocker. It's not like I'm helping a human. Ja, genau. You mean it? Great. There's an Alpha Raptor west of here. You just have to beat it. West. Oh, wenn's weiter nichts ist. Got it. Thanks. I'll get the other ingredients in the meantime. Okay. Aber liebe Leute, ich würde sagen, das ist eine Aufgabe fürs nächste Mal. Dann machen wir diesen Alpha-Raptor platt und brechen bei der königlichen Armee mal wieder ein. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis dann.